den Lars jetzt vorstellen. Mit der Nummer 5 tritt an die Mana Gerbiera. Nummer 7, Tommy Sitja. Nummer 8, Linda Letoranda. Nummer 9, Karina Höck. Nummer 10, Natalia Bondarenko. Die 24, Alessandra Terrasava. Mit der 25, Katrin Gut. Nummer 49, Anna Zahnhofer. Und die 50, Morgan Henderson, Teamkapitän. Trainiert zu werden die Baskets von Thomas Scholeschowski und Sandra Kinter. Als Schiedsrichter begrüßen wir Sami Pao und Vitautas Steckers. Licht aus! Spot an für unser Team! Sehr verehrten Damen und Herren, bitte erheben Sie sich von Ihren Sitzplätzen. Hallo und herzlich willkommen in der Georg-Gassmann-Halle in Marburg. Wir begrüßen Sie zum Heimspiel des BC Pharmasurf Marburg, dem Urgestein der DBBL. Deutscher Meister und Pokalsieger 2003. Unzählige Playoff- und Final-Four-Teilnahmen. Damenbasketball-Bundesliga seit 1992. Und jetzt kann es endlich losgehen. Freuen Sie sich auf die Mannschaft und das Team des BC Pharmasurf Marburg. Präsentiert von Flashlight Veranstaltungstechnik. Und hier ist der Marvin! Und ihm die starke Fersen des Mini Welcome von den Welcome Hotels. Die Nummer 5, Maggie Scubala. Nummer 6, Nata Gorke. S&S Immobilien präsentiert die Nummer 7, Emiko Smith. Gesponsert von der Sparkasse Marburg Income, die Nummer 8. Finja Scharke! Nummer 12, Ava Dirkfeon! Mit der 13, Laura Maschek! Nummer 15, Tim Winterhoff! Wenn die jetzt von CSL wären, die 17, Tanisha Baker! Und Rio Immobilien sponsert die 31, Kay Zachary! Unser Trainer wird präsentiert von der Sparkasse Marburg, Patrick Unger und Andi Steinbach. Medizinische Betreuung der Andreas Alberoth und schön Nicola Happel, dass du da bist. Licht an, auf geht's, Marburg! Ich darf Sie im Namen des Vorstands des BC sehr herzlich willkommen heißen. Ich begrüße auch die Mannschaft aus Nördlingen. Ich habe heute ein kleines Anliegen. Wir sind ein eingetragener Verein mit etwa 400 Mitgliedern. Und ein Verein lebt von seinen Mitgliedern. Und ich sehe, dass hier unendlich viele Fans in der Halle sind. Und ich
Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch Mitglied bei uns im BC werden möchte. Wir haben am Eingang Formulare ausliegen, Beitrittsformulare, und ich wäre sehr froh, wenn wir heute den ein oder anderen bekommen könnten, der Mitglied in unserem Verein wird. Ich wünsche Ihnen ein sehr, sehr schönes Spiel, ein spannendes Spiel. Das war's. Ganz besonders begrüßen wir heute auch Kinder von der Marburger Brüder Grimmschule. Sie haben es vielleicht in den BC-Kurier gelesen. Sie haben in den letzten Tagen eine Projektwoche gehabt und mit unserem Bundesliga-Trainer und zwei Spielerinnen eine Woche lang trainiert. Und heute sind sie da und haben sogar extra T-Shirts gemalt. Schön, dass ihr da seid. Die Startaufstellung der Fresh Factory Baskets aus Nördlingen. Vergessen wir die Nummer 8. Linda Lesumata, die 9, Karina Höck, die 10, Natalia Wunderenko, die 24, Alexandra Larasawa und die 15, Folge Henderson. Wenn Sie den Kurier aufmerksam gelesen haben, dann wissen Sie, was heute die Ausgangsposition ist. Ich kann nur sagen, Niki schafft hier mit der Hose. Das ist der dritte Platz. Niki, denke ich, dass du kommentierst. Ist ja egal, was in den anderen Hallen passiert. Wenn zusätzlich noch alle zu Hause gegen Wasserloh verlieren sollte, dann wäre sogar der zweite Platz sicher. Umgekehrt für Nördlingen geht es darum, wenn sie heute gewinnen, sind sie sicher auch in der nächsten Saison in der ersten Liga dabei. Wenn sie heute hier verlieren, dann drücken die Herne nämlich die Daumen, die Nördlingerinnen, weil wenn nämlich Herne gegen Osnabrück verliert, würde Osnabrück die Klasse halten und Nördlingen eben nicht. Also ganz viel Spannung heute hier in dieser Halle und auch in drei anderen Hallen. Mann, ist das ein Umstand immer. So, hallo und herzlich willkommen hier in der Georg-Gassmann-Halle in Marburg. Wir befinden uns beim letzten Spieltag der ersten Basketball-Bundesliga. Und der BC Farmers FC Marburg empfängt die Friends Factory Baskets. So, ich bin auch heute nicht alleine hier, sondern ich habe den Niki neben mir. Niki! Ja, hallo zusammen. So, Niki und ich haben die Ehre, für Sie heute dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Und ich fange mal an mit den Starter für Marburg, ganz bekannt, wie sie immer starten, mit Maggie Skobala, Nata Gurke, Emiko Smith, Finja Schalke und Kalindra Zegary. Die Mädels aus Nördling starten mit Linda Littoranta, Karina Höck, Natalia Bodarenko, Sascha Tarasava und Morgan Henderson. So, nochmal zur Ausgangslage hier. Nördling befindet sich auf dem 10. Tabellenplatz. Und wenn sie heute gegen den BC Marburg gewinnen sollten, werden sie sicher die Liga halten. Das hängt aber auch noch davon ab, wie Osnabrück heute spielt. Aber wie gesagt, wenn sie gewinnen sollten, dann sind sie sicher weiter. Falls sie verlieren, hängt es davon ab, wie Osnabrück spielt, wenn ich es richtig verstanden habe. Der BC Marburg kann noch den zweiten Tabellenplatz erreichen, wenn Halle heute verliert und Marburg gewinnt. Hätte aber automatisch auch den dritten Platz direkt sicher und damit Heimrecht in den Playoffs. Ganz genau. So, auf geht's, Emiko Smith. Maggie Skobala, die Mannschaftskapitänin der Blue Dolphins. Schöner Pass auf Zegary mit dem ersten Fehlwurf und Nata Gurke holt den Offensiv-Rebound. Scharke nimmt sich den ersten Dreier. Zegary holt sich da fast noch den nächsten Offensiv-Rebound. So, die Gäste das erste Mal am Ball. Ganz schlechte Defense, Trainer Patrick Unger. Da stand die Hilfe einfach noch gar nicht. Da stand ja ganz genau. Stand Gorke noch bei ihrer Gegenspielerin, nicht auf der Halbzeit. So führen die Mädels aus Nördlingen mit 2-0. Lindra Zegary, interessant, wird sofort gedoppelt, nachdem sie im Low Post angespielt wurde. Ja, die wissen, was die da unten kann.
und schicken direkt eine zweite Verteidigung dazu. Skubala verwirft ihren ersten Wurf. Gute Hände von Emiko Smith. Und Bodarenko verwirft ihren ersten Wurf. Skubala, 4-3. Auch zu kurz. Marburg jetzt mit 0 von 3 aus dem Feld. Kein guter Anfang für die Blue Dolphins. Die Nummer 24, Chara Zafar, verwirft. Marburger spielen ihr erstes System. Skubala, schönes Anspiel auf Zachary und die verwirft erneut. Die hat scheinbar gar nicht mehr mit dem Pass gerechnet. Ich dachte, kriegt da unten nicht mehr den Ball. Ich war auch ziemlich über dieses von diesem Anspiel überrascht. Boah, da steht sie viel zu weit weg. Tarasafa komplett offen, Maggie Skubala geht da nicht drauf. 4-0 Führung für Nördling. Nata Gorke. Auf Smith. Noch 8 Sekunden auf der Wurfuhr. Schönes Anspiel von Smith auf Gorke. Und nach 3 Minuten die ersten Punkte für den BC Marburg. Schönes Inside-Anspiel. Viel zu einfach. Und die ersten Punkte. Nein, ich glaube, das war schon wieder ein Kopfleger von Bodarenko. Skubala, 4-3. Jetzt aber. Jetzt war er zu lang. Dafür passt der nächste dann. Zu kurz, zu lang, der nächste ist drin. 0 von 2 Dreiern für Maggie Skubala. Und wieder ganz schlechte Defense von den Marburgern. Wenn sonst immer aggressiv ins Spiel starten, diesmal aber etwas träge wirken. Sehr träge sogar. Wenn Smith da nicht gefoult hätte, wäre das wieder ein 1 gegen 0 Kopfleger gewesen. Für Sascha Tarasava. Die jetzt hier ihre ersten zwei Würfe bekommt. Der erste sitzt. Der zweite auch. 8-2 die Führung. Was für ein Fehlpass von Nata Gorke. Was ist denn da los? Und direkt die nächsten Punkte von Tarasafa. Und für mich ist es jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis die erste Auszeit von Trainer Unger kommt. Also ich habe hier schon einiges erlebt, aber ich glaube 10-2 lagen sie noch nie zurück. Mit 8 Punkten nach 4 Minuten. Nee, das ist ein ganz neues Bild hier. Und Zachary verwirft ihren dritten Wurf im ersten Viertel. Die Topscorerin der Blue Dolphins mit 0 von 3 aus dem Feld. Leontara zieht zum Korb. Oh, ganz klar. Armtrikot gezogen. Einfach festgehalten. Auszeit, Marburg. Maggie Skubala kriegt ihr erstes Foul. Da kommt die Auszeit direkt. Wie zu erwarten. Das kann im Trainer Patrick Unger nicht gefallen. Die Marburger wirken hinten einfach viel zu schläfrig. Keine aggressive Defense, keine Halbzeit. Und in der Offense, ja, finden sie einfach nicht in ihren Rhythmus rein. Oder Niki? Ja, vorne einfach im Anfang des Spiels, sonst immer aggressive Defense laufen, viele Fastbreaks, haben einfache Punkte. Jetzt müssen sie sich die Punkte rausspielen, ein bisschen Pech im Abschluss und dann sieht das ganz anders aus als sonst. Und dadurch kommt hier die 10-2-Führung für Nördlingen zustande. Wir hatten diese Situation schon ziemlich oft. Dass nach einer Auszeit des Trainers Ungers, von Patrick Unger, nach einer Auszeit vom Trainer Patrick Unger. Hast du es jetzt? Gut. Ja, die Blue Dolphins wieder ganz stark ins Spiel reinkommen. Mal gucken, ob er diesmal wieder die richtigen Worte finden kann. Oder finden konnte. Die Auszeit ist vorbei. Der findet immer optimal den Weg zwischen zusammenstauchen und motivieren. Und danach funktioniert es meistens immer wieder.
Der Marburger kommt natürlich unverändert wieder aufs Feld. Und weiter geht's. Der verwirft oder Bondarenko. Jetzt mal die Chance zum Fastbreak. Zegri auf Natter Gurke. Ja, schwieriger Pass da. Glück, dass der ankommt. Scharke zieht er schön zum Korb. Und trifft den Linkskorbleger zum 10-4. Guter Drive, sieht man viel zu selten von ihr. Für mein Empfinden. Jetzt wird besser rotiert. Da. Oh, gute Ballbewegung. Und am Ende trifft Sascha Karasafa. Ganz trocken. Wie wir hier schon in der Anfangsphase sehen können, ist, dass sie einen sehr starken Wurf aus dem Dribbling hat. Ich glaube, 6 Punkte hat sie schon aus dem Dribbling gemacht. Gorkis Wurf springt leider wieder raus. In der Marburger Offense scheint hier noch gar nichts zu funktionieren. Und viel, viel signifikanter in der Defense, immer einen Schritt zu spät. Die laufen eigentlich nur dem Ball hinterher. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis einer frei wird und einen einfachen Korb machen kann. Die machen das auch nicht schlecht, die bewegen den Ball richtig stark. Die Marburger tun sich ganz schwer da vorne. Emiko Smith, Zegri fordert im Lowpost den Ball. Wird sofort wieder gedoppelt. Dafür ist Scharke aber frei für 3. Komm. Ja. Da wurde der Ball mal gut bewegt, im Lowpost gedoppelt, dadurch wird eine Spielerin frei rausgekickt. Ein Pass weiter und Scharke den offenen Wurf und den kannte natürlich. Und der war wichtig. Und da ist der nächste Wurf von Tarasafa, leider nicht drin und dann offensiv Rebound. Gute Hände von Smith. Ja. Kriegt zu da viele das Hände, zu viele Hände. Ich habe da keinen Foul gesehen. Beide Mannschaften. Ja, ist aber schwierig, da irgendwas zu sehen. Deswegen. Okay. Tonisha Baker und Amar Dekbion kommen rein. Für Emiko Smith und Kalindra Zegri. Und die 17, Tonisha Baker. Damit ein klares Signal vom Trainer Patrick Unger, er mösste mehr Fastbreaks haben. Dekbion auf jeden Fall schneller als Zegri nach vorne und Baker ist immer eine Rakete auf dem Weg zum gegnerischen Korb. Die Marburger Defense gerade komplett am Pennen gewesen. Wieder ein offener Korbleger, der nicht reingeht. Schöne Bewegung von Skubala zum Korb. Zum 14-9. Für die Blue Dolphins. Natürlich gegen die Blue Dolphins. Aber nur noch 5 Punkte. Was ein Wurf von Linda Leto-Anta. Eigentlich gut verteidigt von Dekbjörn, aber den trifft sie mit der Hand im Gesicht. Das, gegen die längere und größere Centerspielerin. Vor allem mit den langen Armen. Das war ein starker Wurf. Noch 8 Sekunden auf der Uhr. Tonisha Baker am Ball. Skubala wieder mit ihrem Spin-Move und macht den Punkt. Wie oft sehen wir diesen Spin-Move von rechts nach links von Maggie Skubala und er klappt einfach immer wieder. Obwohl sie immer mit der rechten Hand abschließt, obwohl man erwarten müsste, dass sie mit links abschließt, macht sie immer mit rechts und bringt den Ball trotzdem immer in den Korb. Das ist schon klasse. Guter Kick. Und was wird da gepfiffen? 3 Sekunden. Spielerwechsel Marburg. 3 Sekunden Ballbesitz Marburg. Gegen die Nummer 50, glaube ich. Ballbesitz Marburg und zurück bei Mitzi, die 31K Zachary. Und Zachary hat ja gerade mal eine Minute zum Verschnaufen bekommen und hier, da ist sie wieder zurück im Spiel. Wie gesagt, sie ist die Topscorerin bei den Marburgern. Und 11 Punkte im ersten Viertel ist zu wenig. Mal gucken, was da jetzt kommt. Scharke. Schönes Anspiel von Skubala auf Dekbjörn, die verwirft. Aber jetzt ist Zegri da. Rebound von Zegri und das war ein Schrittfehler. Ganz genau. Spielerwechsel, Nördlingen.
und Katrin Gut kommt rein für Morgan Henderson. Die US-Amerikanerin, solide gespielt bisher. Das ist das erste Mal am Ball. Gut. Marburg jetzt mit einer 2-3-Zone, versuchen den Rhythmus zu stören im Angriff der Gäste. Gute Defense bisher. Und dann kommt ein Cut über die Mitte, der die Marburger Defense richtig aussehen. Könnte natürlich nicht lassen. Ins Herz der Zone lässt man keinen Gegenspieler rein. Vorher bumpen, dann muss man dieses Foul nicht machen. Bisher fällt auch die Foulverteilung auf. 4-0. 4 Fouls der Marburger. 0 von den Baskets Nördlingen. Und Emiko Smith macht sich hier gerade eine Seite bereit, um wieder reinzukommen. Spieler wechseln beide Mannschaften. Bei Marburg kommt zurück Emiko Smith. Finja Schalke setzt sich hin. Und die Marburger spielen jetzt mit Smith, Baker und Skubala outside. Interessant, dass gerade gegen die Zone. Schöner Pass von Zachary auf Deckbjörn. Und die trifft, plus das Foul. Was ich sagen wollte, dass gegen die Zone Schalke vom Feld kommt, obwohl sie eine gute Werferin ist. Aber ich glaube, mit Emiko hat man einfach eine, die gut den Ball verteilen kann, was auch wichtig ist gegen die Zone. Ball bewegen, die Zone zu bewegen. Und hat ja eben gut geklappt. Ja, und die Kombination Smith und Baker hat bis jetzt eigentlich immer gut hingehauen. Die funktioniert immer. 13-18, 5 Punkte noch für die Marburger, um ranzukommen. Und der nächste Schräger Wurf. Stück zu weit. Aber man merkt, die hat keine Skrupel, Tarasova. Die drückt ab. Schöner Pass. Und da hat sie ihre ersten zwei Punkte. Kalindra Zachary. Genau das Spiel der Marburger. Hinten verteidigen, schnelle Fastbreak-Punkte. Das ist es. Jetzt stimmt auch die Körpersprache besser. Und Skubala frontet da gut, verhindert das Anspiel. Auf. Ah, vorher das Foul von Kalindra Zachary. Push da von der Seite. Noch 29,8 Sekunden auf der Spieluhr, 6 Sekunden auf der Wurfuhr. Spieler bitte beide Mannschaften, Foul Marburg Nummer 31, Kay Zachary, erstes persönliches, 5. Team-Foul. Patrick Unger wechselt überraschend viel durch. Normalerweise macht er 2 Wechsel im ersten Viertel. Ja, meist kommt Bake rein und Deckbjörn. Genau, und das war's dann auch fürs erste Viertel. Genau. Das war jetzt sein geschätzter 6. Wechsel. Fanny Sidja trifft den ersten Freiwurf. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Sidja, ja, Sidja. Und fast der Offensiv-Rebound von Morgan Henderson. Baker zieht zum Korb. Der Korb zählt. Und das Foul. Und das bringt ja die Halle zum Beben. Die ist stark beim Zug zum Korb. Schneller erster Schritt. Sprungkraft wie keine zweite. Und hat jetzt die Chance, auf einen Punkt ranzukommen. Der Pass. Trans Factory Baskets können die 19 Sekunden runterspielen. Wurfuhr ist aus. Das ist doch auch mal ein schönes Duell. Tarasova gegen Baker. Baker wird die nicht so einfach vorbeilassen. Beim Pick and Roll wird geswitcht. Okay. Vorher das Foul von Deckbjörn. Und das ist schon ihr zweites. Naja, da ist Deckbjörn einfach schneller und etwas unglücklich da mit dem Fuß dazwischen gekommen. Du meinst, Deckbjörn ist langsamer? Ja, langsamer, klar. Geschwindigkeitsnachteile. Bondarenko und Letoranta kommen wieder rein. Für die letzten 3,9 Sekunden im ersten Viertel.
Sascha, Tarasafa, Niki. 3 von 3 Freiwürfe. Ja. Ich würde mal nachher interessieren, wie viele Punkte dieses Mädel hat. Um die 8 müsste sie schon haben. Ja, 4 Freiwürfe, 2. 1. Und er wird nicht mehr zählen. Aber sieht auf jeden Fall besser aus als am Anfang, wo die Marburger doch ziemlich schläfrig ins Spiel gestartet sind. Oh ja, jetzt wird hier der Tom und Sallys Gewinner ausgelost. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf. Ein Erlebnis, da muss man dabei gewesen sein. Niki und ich haben das Glück, hier direkt neben dem Maskottchen stehen zu dürfen. So, jetzt hoffen wir mal, dass unsere Eule uns wieder die Statistik des ersten Viertels bringt. Ich glaube, die Eule hat diesmal ein bisschen Verspätung. Die Briefeule wurde bestellt und die Statistik ist unterwegs. Ja, die hat auch einige Kilometer vor sich. Kann es auch schon mal zur Verspätung kommen, ganz klar. Vor allem, wenn der Wind draußen stark ist, es viel regnet, so wie gerade hier in Marburg. Gut, dass man Basketball in der Halle spielt. Genau das. Hier sind wir trocken und haben Spaß. Ein Blick auf den leichten Ausblick, alle gegen Wasserburg. Da sind 12 Minuten vorbei, stehen 24-24. Wir wurden gerade in der Halle die ersten Viertelergebnisse bei den anderen Spielen angesagt. Das ist ja schon mal interessant, vor allem das Spiel von Wasserburg gegen die Halle Lions. Stand 24-24. Wurde das gerade angesagt? 24-24 nach 12 Minuten. Damit sehr ausgeglichen. So, aber wir sind wieder hier zurück im Spiel. Die Marburger mit Baker, Smith, Gorke, Zachary und Finja Scharke. Mal gucken, ob die Nördlingen vielleicht zu fassen bekommen. Viel besser jetzt die Arbeit in der Defense. Letoranta. Schnelle Rotation, schwieriger Wurf. Und der geht rein. Das ist natürlich hart. Dann spielt man 24 Sekunden gute Defense. Und dann drückt Morgan Henderson so einen Dreier rein. Mega. Zachary will den Ball im Lowpost. Finja Scharke. Wird da fast gestealt. Noch 6 Sekunden auf der Uhr. Baker muss sich einen Wurf kreieren. Schräger Wurf, aber fällt passt fast noch rein. Und Scharke, Natta Gorke hält den Ball am Leben. Ah, ja, der Dreier. War ein bisschen wild. Dreier von Tonisha Baker, zu wild. Ah, und eine Überzahlsituation für die Baskets. Und Smith will den Pfiff nicht wahrhaben. Da hätte ich auch eher das Foul hier schon vorne bei Gorke gesehen als jetzt genau. Bei Smith. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie da das Foul haben wollte, um die Unterzahlsituation zu unterbinden. Genau, hat es aber nicht bekommen. Und dann, Smith ist eigentlich eine, die ihre Fouls immer ganz fair ansagt, aber das ist schon das zweite Foul, was sie nicht wahrhaben will. Egal, weiter geht's. 18-24. 24-18 für Nördling. Niki. Hedwig hat uns gerade die Statistik des ersten Viertels reingebracht. Willst du sagen, was auffällt? Ganz klar, die Einzelspielerin jetzt schon im zweistelligen Punktebereich ist bei den Gästen die Nummer 24, Tarasava. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das müsste richtig sein. Okay. Und sie nimmt sich hier auch demnächst Zweier, ein Fuß auf der Linie. Aber das war ihr 12. Punkt. Nee, und 14. Ihr 14. schon? Ja, die macht hier munter weiter. Hat heute ein weiches Händchen. Butterweiches Händchen. Natta Gorke nimmt sich den Sprungwurf. Der passt. Und die müsste 2 von 2 aus dem Feld sein. Nein, jetzt vorne. 2 von 3. Ja, vorne einen versetzt. Gute Defense der Marburger, noch 8 Sekunden. 5, 4,
Gute Bewegung. Und da wird wieder nicht ausgeboxt. Aber dann gibt es den Offensiv-Rebound. Spielerwechsel Marburg. Schön gemacht von Lettoranta. Die verwirft dann. Und Nördling kriegt den Offensiv-Rebound. Im Rebound sind sie mir noch ein bisschen zu nachlässig. Ja. Die Marburger. Obwohl die Rebounds auf beiden Seiten ziemlich ausgeglichen sind mit 9 für Nördling und 7 für Marburg. Starke. Schöner Zug zum Korb und wird da gefoult. Das gefällt mir gut. Sehr energisch. Ist natürlich ganz schwer zu verteidigen. Wenn man ein Stück zu weit von hier weg steht, dann drückt die Dreierschützin ab. Und dementsprechend hat sie es einfacher beim Zug zum Korb und das nutzt sie hier aus. Ganz klar, wenn sie jetzt mehrmals zum Korb zieht, dadurch erfolgreich ist, müssen Gegenspieler automatisch wieder mehr Abstand generieren und dadurch hat sie wieder die offenen Würfe. Ganz genau. Eine Win-Win-Situation für Schalke dort. Ist natürlich am schwersten zu verteidigen, wenn man beides kann. Werfen ja. Und zum Korb ziehen. Deswegen ist es auch immer so wichtig, dass Schalke auch häufig zum Korb geht. Genau, und nicht immer nur den Dreier sucht. Genau. So, weiter geht's. Gute Ballbewegung von Nördling. Finden da eine offene... Kampf um den Rebound, der Ball ist bei Gorke. Sehr und gut. Jetzt Tempo machen, das ist doch eine Überzahlsituation. Ja, da ist Segeri. Ah, das Foul ist vorher. Schalke. Aber genau das ist das Spiel der Marburger. Hinten verteidigen und dann schnell nach vorne spielen. Da sind die eigentlich nicht aufzuhalten. Dadurch jetzt auch wieder mehrere Fouls gezogen. Müsste schon das vierte sein. Schalke wird das erst, wird bei einem starken Pass auf Segeri leider schon vorher gefoult. Guter Pass auf Gorke. Der ist zu kurz. Und Lettoranta pusht den Ball. Und da bekommt Henderson den Ball. Schlechter Pass, den kriegt Schalke. Ah. Nicht ganz, den hätte sie haben können. Da ärgert sie sich auch. Den hatte sie schon in den Händen und dann war er wieder weg. Ist aber nicht schlimm, da nur noch 8 Sekunden auf der Wurfuhr sind. Entschuldigung, Niki, hast du gerade gehört, wer die Auszeit genommen hat? Ich habe es nicht mitbekommen, aber es dürfte... Ich schaue mal, ob der Anzeige wird auch nicht angezeigt. Eine Menge Geschenke, der Willi ist unterwegs, der Marvin ist unterwegs und der Marvin hat einen Gutschein. Der die Auszeit, okay, war die Auszeit von Nordling. Wurde uns hier gerade bekannt gegeben. So. Und Wakeboard Force am Seepark Niederweimar. Was man hier auch noch klar sehen kann auf dem Statistikblatt, dass Marburg 17 Würfe aus dem Feld genommen hat im Vergleich zu Nördling. Das heißt, die hatten mehr Positionen, haben aber einfach nicht so gut getroffen vorne. Es liegt auch daran, dass sich die Friends Factory Baskets effizientere Würfe genommen haben. Ja. Sind viel zum Korb gezogen, waren auch 8-mal an der Linie im ersten Viertel, wenn ich das hier richtig sehe. Und nur 2-mal an der Linie der Farmers of Marburg. Also ja. Und die Würfe vor allem auf Seiten von Nördling waren viel offener am Anfang, dadurch, dass die Defense bei Marburg einfach zu langsam rotiert ist. Obwohl natürlich auch Spielerinnen wie Tarasava auch mal den einen oder anderen sehr schweren Wurf treffen können. Ja, und aber mit denen muss man einfach leben. Und da verwirft Henderson den Dreier. Und wie ärgerlich ist das? Neue 24 Sekunden für Nördling. Oh, Henderson hatte das sehr gut aufgepostet, hatte eine gute Position zum Korb, hat den Ball aber nicht bekommen. Gute Defense von Marburg, noch 3 Sekunden. Und dann ist der ist kurz, jetzt festhalten, schnell nach vorne spielen. Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Die Veteranen, Nata Gorke, mit dem zweiten schlechten Pass in dieser ersten Halbzeit. Das kann sie besser. Unnötige Turnover hier. Marburg wieder umgestellt auf eine Zone. Lettoranta. Und da kriegt Nata Gorke das Foul. Foul Marburg Nummer 6, Nata Gorke. Das war ihr zweites. Jetzt aufpassen, dass ihr nicht das dritte kriegt in dieser Halbzeit. Das wäre natürlich ärgerlich.
Gute Ballbewegung der Gäste. Oh. Schöner Pass, schön durchgesteckt. Der fällt zum Glück wieder raus. Der fällt wieder raus. Unglücklich von Höck. Auch gut bewegt von, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war die Nummer, ich sehe es gerade nicht, 10. Schön die Baseline langgezogen und dann den Ball durchgesteckt. Ja, weil die sich zum Dunker-Spot, also mitten in der Zone, positioniert hat und da den Ball bekommen konnte. Und da landet der Ball hier fast in meinem Gesicht. Schade eigentlich, dass er so weit unten gelandet ist. Ich wollte ihn erstmal auf meinem Kopf balancieren, aber naja. So, weiter geht's. Skubala am Ball, noch 4 Sekunden sehr auf der energisch. Uhr. Und der nächste Fehlpass versucht da, Nata Gurk anzuspielen, die da an der Base, die da Backdoor gegangen war. War auch ein bisschen wild, sie ist schon in 2 Kontakt gegangen, ist abgesprungen, das heißt, sie musste den Ball loswerden, das wäre Schrittfehler gewesen dadurch. Etwas wilder Pass. Ja, es waren noch 3 Sekunden auf der Uhr. Und dann passiert sowas schon mal. So, Henderson. Auf der Toranta. Guter Pass, schöne Ballbewegung von Nördling. Und dafür werden sie belohnt. Bodarenko trifft. Skubala. Smith. Die Zachary ist richtig heiß. Die will den Ball im Post haben. Die wird aber eigentlich ziemlich gut verteidigt. Ja. Und bis die Anspiele jetzt sind schwer. Sie hat auch nicht viele bekommen. Jetzt aber. Guter Pass von Skubala auf Nata Gorke. Auch schön gespielt. 28-24 für Nördling. Der Wurf von der Toranta. Nicht gut. Schöner No-Look-Pass von Smith. Aber Kalindra Zachary fängt den Ball nicht. Was ist denn mit der Zachary heute los? Ich sehe die ganz anders als sonst. Normalerweise hechtet sie übers Feld, bringt Energie und Power ins Spiel. Und heute, als ob sie kaputt wäre. Ja. Die fordert zwar auf den Ball im Post, aber. Spielen so ein paar Prozent. Ganz hat genau. Das Gefühl. Ganz genau. Das sind doch hoffentlich nicht die Trommler, die aus Nördling mitgereist sind, die hier unsere Spielerin nervös machen. Und wieder viel zu viel Abstand. Glück, dass Tarasava den verwirft. Da lässt Zachary die Dreierwerferin einfach mal frei zum Schuss kommen. Gute Defense der Marburger. Fast 5 Sekunden gegen die Gäste. Glück gehabt. Noch 20 Sekunden auf der Wurfuhr. Die bewegen sich gut, die Nördlinge. Ja, die bekommen den Ball an einfachen Positionen im Dunkerspot. Das ist Georgi, aber. Treffen die natürlich. Die machen in der Zone der Marburger, was sie wollen. So ja, sehe ich das. Die bewegen sich immer genau in die Mitte und von da hast du natürlich viele Anspielmöglichkeiten und kannst natürlich auch selber den Korb machen. Das funktioniert gut. Also die Cuts weg vom Ball. Also, die Cuts sind sehr gut. Ja, die Bewegung einfach abseits vom Ball. Genau, das wollte ich sagen. Genau, dafür bin ich ja hier, um dir zu helfen. Ja, so, weiter geht's. Skubala. Oh. Schrittfehler wurde nicht gepfiffen und wird beim Zug zum Korb gefoult von Bondarenko. Nummer 10, Natalia Bondarenko, erstes persönliches, viertes Team-Foul. Maggie Skubala trifft den ersten Freiwurf. Maggie Skubala! Und den zweiten auch. Gute Defense von Nata Gurke. Aber Nördling kriegt den Ball rein. Gute sehr Hände gut von Smith. Sehr und gut. Sie macht den Korbleger rein. Und das mag die Halle. Da ging das Rezept auf, Gorke stört da direkt beim Einwurf, sodass die Aufwärtsspieler nicht den Ball bekommen. Große ja. Spieler und Dribbel nach vorne. Beim Handoff geht der Ball verloren durch die schnellen Hände von Smith. Und Georgiava will es wieder gut machen. Macht es aber nicht. 2 schnelle Turnover innerhalb von kürzester Zeit von der Nummer 5 der Gäste. Und jetzt die Möglichkeit auszugleichen. Hier 3 Minuten 30 vor der Halbzeit. Nata
Natter Gurke. Gute Bewegung zum Korb. Und Henderson pusht da angeblich. Sieht das auch ein, beschwert sich nicht. Okay, nächste Auszeit von Nördlingen. Und wenn Natter Gurke beide Freiwürfe trifft, haben wir hier zum ersten Mal seit dem 0:0 den Ausgleich. Das wäre doch mal sehr positiv. Noch 3 Minuten 17 zu spielen in diesem Viertel. So, Natter Gurke an der Freiwurflinie. Wirft den ersten. Und den zweiten auch. Tarasafa auf Henderson. Und Finja Schake ärgert sich, kommt da an den Ball und denkt, dass sie ihn hätte haben können. Das kann von Natter Gurke, hätte da fast die dritte Foul bekommen. Gute Bewegung. Sehr stark gemacht von der Nummer 5, Georgieva. Oder war das die 25? Ich habe es gerade nicht gesehen, tut mir leid. Hätte auch gut sein können. Schöner Fake. Und dann der Floater über Kalin Rosegory. Kubala aus Scharke. Jetzt müsste der Ball mal reingehen zu Zegory. Starker Verwurf. Zu wenig den Ball. Und was für ein Block von Maggie Skubala. Kloppt den Balance aus. Spielerwechsel Marburg. Und Sitja und Littoranta kommen wieder rein. Die Nördling. Und bei den BC Marburg machen sich Laura Maschek und Tonisha Baker bereit. Smith und Gurke kommt raus. Gurke damit mit ihrer ersten Pause. Hat jetzt 17 Minuten durchgespielt, oder? Sehe ich das richtig? Nein, die hat im ersten Viertel kurz ausgesetzt. Sicher? Ja. Okay. Oh. Tonisha Baker blockt den Wurf von hinten. War angeblich ein Foul dabei. Tonisha Baker, erstes persönliches. Drittes zum Foul. Ich will da gar nichts Falsches sagen. Vielleicht war es auch ein Foul. Natürlich ganz schwer zu sehen. Es sah auf jeden Fall nicht so gut aus, wie Baker da von hinten drauf gekloppt hat. Sehr, sehr interessant, auch gerade bei den Freiwürfen. Der Trainer regt die Halle an zu klatschen. Sonst immer möchten ja die Freiwürfer eigentlich Ruhe haben bei ihrem Freiwurf. Sie steht aber anscheinend darauf, dass ein bisschen Lärm ist in der Halle. Habe ich auch noch nie gesehen. Ja, man sieht auch neu, immer wieder was Neues. Ja. Das ist ja gerade das Schöne hier. So, Maggie Skubala erneut an der Linie. Eine sichere Werferin müsste eigentlich beide reinmachen. So sieht's aus.
30 zu 34. Nördling führt mit 4 Punkten. Etoranta, gute Ballbewegung. Und gute Defense der Marburger. Und dann trifft sie den Dreier. Sitja, zu offen. Zachary, ein Stück zu langsam. Skubala wieder mit dem Spin-Move, wird geblockt von Henderson. Will er das Foul haben? Diesmal war es nicht so ratsam, die rechte Hand zu nehmen. Da kamen nämlich die Gegenspieler dran. Handoff auf Letoranta. Henderson für 3. Und der Offensiv-Rebound. Und den trifft Henderson. 39 zu 30 für Nördlingen. Dann wäre es wieder ein unnötiger Lauf von Nördlingen hier zu Ende des zweiten Viertels. Jetzt Zachary bekommt den Ball und wird gefoult. Zachary nicht die stärkste Freiwerferin. Und da sie unterm Korb so schwer zu stoppen ist, ein gutes Foul. Und Henderson. Keine einfachen Punkte, sie soll sich die Linie an der Freiwurflinie. Sie soll sich die Punkte an der Freiwurflinie holen. Der erste Sitz. Der zweite Freiwurf sitzt auf. Noch eine Minute zu spielen in der ersten Halbzeit. Gute Defense von Baker und jetzt kann es schnell gehen. Das müsste ihr Kopfleger sein, die legt ab. Schön abgelegt auf Zachary. Genau das wollen wir noch sehen. Das kennen wir von den Marburgern. Und direkt schon wieder die Defense umgestellt auf eine 1-3-1-Zone. Sehr flexibel, die Marburger hinten. Gute Defense von Maschek. Aber Nördling bewegt den Ball sehr gut und kreiert sich offene Würfe. Zachary ist jetzt, glaube ich, wieder im Beast-Mode. Guter Pass auf Skubala. Kriegt keinen Offensiv-Foul. Und trifft 36 zu 39. Ja, da muss man einfach ein bisschen Härte zeigen. Das macht Skubala und macht das Ding rein. Nördling kann die Uhr nicht runterspielen. 4 Sekunden Differenz zwischen Wurfuhr und Spieluhr. Jetzt nochmal den Wurf schwer machen und nochmal die Möglichkeit haben, selber auf den Kopf und zu werfen. Und warum lässt Zachary da Henderson so offen? Mit 3 Sekunden auf der Wurfuhr. Ich kann es nicht verstehen. Noch 3 Sekunden. 2 Sekunden. Ah, schwieriger Wurf. Was? Entschuldigung, ich kann das in dieser Situation nicht nachvollziehen. Es sind noch 2 Sekunden auf der Wurfuhr oder 3. Und da gehe ich, da muss sich Henderson irgendwas erarbeiten. Zum Korb ziehen und sich einen Wurf kreieren. Aber da so offen an der Dreierlinie kann man die nicht stehen lassen. Vor allem die beim Scouting haben sie ja gesehen, Henderson kann gut werfen. Ganz genau. Die macht das auch. Und das weiß Zachary. Ja, das weiß sie doch. Das wissen die alle. Und deswegen kann man das nicht so einfach machen lassen. So, zur Halbzeit steht es 42 zu 46. Für die Friends Factory Baskets aus Nördling. Und der BC Marburg kann bisher noch nicht so sehr glänzen in dieser ersten Halbzeit. Nee. Ja, teilweise einfach nur. Nicht konstant über 20 Minuten. Es gab 2 bis 3 Minuten Phasen zwischendurch, in der sie gute Defense, in der sie gut verteidigt haben und so einfache Punkte erzielen konnten. Ja. Aber wie du schon schön gesagt hast, das war nicht 20 Minuten lang so und ja, mal gucken, ob es in der zweiten Halbzeit besser läuft für die Blue Dolphins. Ja, hoffentlich. Einfach nur mit Intensität rauskommen aus der Kabine, Druck generieren in der Verteidigung und vorne die einfachen Punkte machen. So, wir haben gerade die Statistik bekommen. Ja, und wenn wir da auf die Quoten schauen, sind die eigentlich ziemlich ausgeglichen. Aus dem Feld 46%, die Marburger 48%, Friends Factory Baskets aus Nördling. Und Freiwürfe auch mit 75% und 80% ziemlich gleich. Geht
Wir brauchen jetzt den Korb hier. Was fällt sonst noch auf bei dem Head-to-Head-Vergleich? Die Marburger werfen 55% aus dem Feld, Nördlinge 58%, Marburg mit nur einem von 6 Dreiern, trotz starken Schützen wie Skubala und Scharke. Und Nördling mit 33%, 4 von 12 von der Dreierlinie. Beide treffen gut Freiwürfe, 80% und 75%. Und Marburg wird mal wieder ausgereboundet. Nein, nicht mal wieder. Normal sonst immer beim Rebound ziemlich stark. Die Marburger. Ja, klar. Natürlich. Skubala, eine gute Rebounderin, weil sie einfach groß ist. Die Marburger haben sich ihre Spiele oft durch zu viele zugelassene Offensiv-Rebounds versaut. Nein, das sehe ich ganz anders als du. Ist Zachary eigentlich immer ein Beast beim Rebound? Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Deck Bion holt auch, wenn die viel spielt, mindestens ihre 10 Rebounds. Gorke steht auch immer super. Nur heute einfach kurze Zeit gezögert, dann standen sie immer einen Schritt zu spät. Okay, Niki, sollen wir mal in unsere wohlverdiente Halbzeitpause gehen oder willst du noch einen kritisch-subjektiven Kommentar zur Krimkrise abgeben? Nee, da muss ich erst recherchieren, sonst wird das hier nichts, glaube ich. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal einen Kaffee. Okay, wir sehen Sie dann in 11 Minuten 30 wieder, beziehungsweise hören uns wieder. Bis dann. Bis dann. Noch 10 Sekunden haben wir. Noch 3, 2, 1, letzte Wort. Schluss. Wir machen einfach was zusammen. Wir wollen die Bitte vergleichen, aber wie viel wir hier getroffen haben. Thank you.
Nördling Nummer 5, hat 2000, die Nummer 5 hat nur 1000. So, da sind wir wieder. Der BC Marburg liegt mit 6 Punkten hinten. Die zweite Halbzeit beginnt. Die Marburger starten wieder mit ihrer ganz normalen Starting Five, ganz genauso wie Nördling auch. Die bisher stärkste Spielerin, Tarasava. Hat wie viele Punkte, Niki? Kannst du das mal bitte nachgucken? Ich kann das nachgucken, na klar. Nummer 10, Natalia Wondarenko. Und zwar? 16. Entschuldigung, ich war schneller. 16 Punkte hat sie schon. Und da muss man sich mal überlegen, dass die beiden besten Scorer der Marburger, und zwar Skubala und Zachary, zusammen genauso viel haben. Also das ist schon krass. Die macht ein gutes Spiel. Die macht ein Hammerspiel. So, Emiko Smith. Guter Pass auf Gorke. Guter Pass auf Zachary. Und die büffelt da unterm Korb und verlegt. Was ist denn los mit der? Mara kann neben uns hier, kann es gar nicht fassen. Die fällt uns noch vom Kasten. Höck am Ball. Guter Pass. Und Henderson verlegt. Smith. Gutes Anspiel auf Gurke. Gurke, nicht Gurke. Bitte? Gurke, nicht Gurke. Mich jetzt das genau gleich an. Schrittfehler. Das ist doch viel wichtiger. Da kann ich mich kaum versprechen. Handoff auf Leer runter. Und Henner ist frei. Und ein Offensivfoul. Gut aufgenommen von Nata Gurke. Sehen wir immer wieder von ihr. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht, ein Offensivfoul aufzunehmen. So, Emiko Smith. Auf Skubala. Gute Defense von Nördling. Bei Marburg passiert gar nichts. Den Ball. Gurke muss sich einen schweren Wurf nehmen. Ja, Ball war nicht am Ring, aber gesehen. Und da gab es neue 24, obwohl der Ball nicht am Ring war. Es wird jetzt zurückgesetzt. Und hier wird gerade diskutiert, der Trainer der Gäste wird nicht warm, dass nur noch 6 Sekunden auf der Uhr sind. Und so wie ich es gesehen habe, waren da auch deutlich weniger auf der Wurfuhr. Ja, jetzt fällt nicht mehr, 4, 5 oder 6. Ich hätte gesagt, es waren noch 2 Sekunden auf der Uhr. Gut, da glauben wir dir mal nicht und nehmen 4. Noch 4 Sekunden für die Marburger, das wäre natürlich ärgerlich. Da wird sich der Trainer der Gäste aufregen, wenn die Marburger jetzt noch punkten können. Mal gucken, was passiert. Smith auf Scharke. Oh, gut verteidigt. Und Nördling hat den Ball. Reichen zwei Überzahlsituationen. Und da wird der Ball auch wieder verdammt, doch nicht. Guter Pass auf Leto Hunter. Henderson. Da wollte ich gerade sagen, die bewegen den Ball so gut. Und dann kommt dieser Fehlpass von Bodarenko. Nördling wieder mit einer Manndeckung. Skubala, 4-3, komm. Nicht drin. Starker Rebound, halt ihn fest.
Zachary wird da, will da das Foul haben beim Rebound. Stark durchgezogen von Lettoranta und zieht da das Foul. Auszeit, Marburg. Patrick Kummer nimmt die Auszeit. Nicht zufrieden mit dem, was er da sieht. Um das nochmal für Sie klarzustellen. Seit 2,5 Minuten ist kein Punkt gefallen. Auf beiden Seiten. Ich gehe davon aus, dass Patrick immer mit der Offensive seiner Mädels sehr unzufrieden ist. Vor allem ist Zachary immer noch ziemlich blass vor einem Angriff. Und es ist einfach ungewohnt, auch für die Mannschaft. Wenn einfach ihre Punkte im Angriff fehlen und andere diese Punkte machen müssen, das sind die im Moment einfach nicht gewohnt. Normalerweise ist es auf die immer verlassen. Ich schaffe es immer irgendwie. Ich bin auch der Meinung, dass sie Punkte zu machen. Dass sie noch aufwacht und es sind ja noch 17 Minuten zu spielen. Da kann sie noch was rausholen. Auf jeden Fall. Mal gucken, was Nördling noch so im Petto hat. Mal gucken, ob Tarasova ein 30-Punkte-Spiel hinlegt. Man weiß es nicht. Die hat auf jeden Fall Lust. Heute auf jeden Fall die Gäste sehr positiv gestimmt. Auch wenn die mal den Ball verdaddeln, immer positiv. Viele Huddles haben wir gesehen, wo Henderson die Truppe zusammenholt, positive Worte an sie richtet und dann geht es direkt weiter. Das gefällt mir sehr gut. Und Lettoranta trifft den ersten Freiwurf. Und den zweiten gleich mit. 8 Punkte Führung. Jetzt aber, Zachary Impo wird wieder gedoppelt und kriegt da das Offensivfoul. Hat Henderson da richtig einen mitgegeben. Und Henderson liegt da am Boden. Ich glaube, da macht sich bei Zachary auch gerade so ein bisschen frustbreit, weil für sie auch eine ungewohnte Situation. Aber man muss ein Kompliment an die Gäste ausrichten. Die verteidigen Kalindra Zachary sofort. Bevor sie den Ball hat, wird schon gut verteidigt. Die Anspiele sind wirklich sehr schwer. Und sobald sie den Ball einmal bekommt, direkt die zweite Spielerin da, die da kaum Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und die doppelt perfekt. Bis jetzt wird für mich Zachary perfekt verteidigt. Und da kriegt Finja Scharke das Blocking-Foul gegen Tarasafa. Und das ist schon das dritte Team-Foul. Noch ein schnelles Foul und dann dürfen die Gäste schon an die Linie. Die Gäste lassen die Zone sich wieder gut bewegen. Ja. Jetzt standen sie sich gerade selbst auf den Füßen. Aber gut rausgespielter Wurf und guter Hustle von Zachary. Beißt sich jetzt in das Spiel rein. Ich bin da sehr positiv gestimmt, dass das noch Früchte tragen wird hier. Mich wundert es ehrlich gesagt ein bisschen, dass Marburg jetzt nicht so viel Druck macht. Ja, ich bin ja in der Zone. Und ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass ich jetzt mal wieder mit einer Manndeckung anfange. Weil Nördling hat den Ball gegen die Zone bis jetzt sehr gut bewegt und hat auch von außen den einen oder anderen Wurf getroffen. Und vor allem die Rebounds. Die Rebounds sind nicht auf Seiten der Marburger. Wenn die in der Zone stehen. Zu weit weg von den Leuten. Guter Pass. Schon wieder der Cut über die Mitte. Guter Cut von der Mitte. Bitte? Immer wieder freie Leute auf dem Dunkerspot, das heißt einfach mitten in der Zone. Ganz genau. Wo das Loch in der Zone ist. Wie bei oft, drei Zonen, da steht einfach keiner. Wie oft haben wir das schon gesehen? Öfters. Sehr oft. Das wird Patrick Unger bestimmt schon angesprochen haben, aber. Natürlich. Wir müssen einfach die Leute bumpen, nicht in die Zone lassen, die Zone verteidigen wie den eigenen Korb. Gehört ja zusammen. Vielleicht hilft da Amadek Bion. Frisch eingewechselt, gerade die 17-Jährige.
Ist auf jeden Fall immer für ein paar gute Rebounds da. Schön zum Gork gezogen. Und Skubala trifft. Plus das Foul. Der war wichtig. Vielleicht bringt sie das, bringt das die Mannschaftskapitänin auch besser ins Spiel rein. Hat bis jetzt ja noch nicht so gut geklappt. Ja, auch sie wird gut verteidigt. Das heißt, die Friends Factory Baskets hier haben sich sehr gut vorbereitet auf die Marburger. Definitiv. Intensiv studiert und gut vorbereitet. Sonst würden sie die Marburger nicht nur auf 38 Punkte halten. Das ist schon eine Leistung. Bereit vom Spiel, Maggie Skubala. Anderson. Jetzt wieder Anderson. Gutes Anspiel. Schräger Wurf, fällt raus. Versucht er das 1 gegen 1 gegen Dekbjörn. Die kleben hier wirklich an Smiths Fersen hier. Jetzt geht der Ball wieder in den Post. Direkt kommt Herr Henderson wieder rüber. Und dann verpasst er. Sie wird zu spät gedoppelt. Und schon macht sie hier da den Sprung rein. Da hat Henderson wohl ein bisschen gezögert. Ganz genau. Das hat mich auch gewundert. Ich dachte, die wird sofort direkt wieder gedoppelt. Und da ist die Marburger Defense zu langsam. Und Glück, dass wieder der Dreier nicht reingeht. Zuerst ist die Zone wieder zu langsam. Ein relativ offener Wurf von Sitja, der nicht reingeht. Und dann, wie du es gerade angesprochen hast, der Offensiv-Rebound. Ja, mal wieder. Zu einfach. Und danach direkt das Foul. Viele Fouls einfach schon gemacht. Nur weil nicht ausgeboxt wurde, der Ball beim Gegner. Und dann kann man nur noch foulen, weil die einfach direkt vorm Korb stehen. Und das ist schon das dritte von Maggie Skubala. Jetzt ja kein viertes Foul im dritten Viertel holen. Das wäre mehr als ärgerlich. Aber die ist wichtig am Ende eines Spiels. Bodarenko verwirft den zweiten Freiwurf. Und der Offensiv-Rebound. 47 zu 41 für Nördling. Gute Hände von Smith. Jetzt weiter. Wieder rausrotieren. Noch 7 Sekunden auf der Uhr. Ah, da darf Dekbjörn nicht springen. Guter Block von Dekbjörn. Und die räumt die eine sind einfach mal in die Bande rein. Und wichtiger Rebound von Skubala. Guter Pass auf Dekbjörn. Und, der ist drin. 47 zu 43, 4 Punkte noch. Unglaublich, die Jüngste auf dem Feld macht. Oh, da legt sich Dekbjörn hin. Und das Foul von... Und war das Foul gegen Maggie Skubala? Skubala wollte es da nicht wahrhaben. War es ihr Foul? Tatsächlich. War ihr viertes Foul? Das war ihr viertes Foul. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie ausgewechselt wird, ob sie weiterspielt. Jetzt ja nicht zu viel mit dem Schiri diskutieren. Beim technischen Foul ja, auch ist sie raus fürs Spiel. Auch wenn es blöd klingt, kühlen Kopf bewahren, weitermachen. Das ist richtig, das ist ganz aber wichtig anders, jetzt. Anders funktioniert es nicht. Jetzt noch eine dumme Aktion von Skubala, Entschuldigung. Ich meine keine dumme Aktion, sondern eine unüberlegte Aktion. Und Skubala ist weg für das heutige Spiel. So, Bodarenko trifft den ersten Freiwurf, erhöht auf 5 Punkte. Spielerwechsel in und Katrin Gut kommt rein. Katrin Gut hat in der ersten Halbzeit nur einen Dreier verworfen, also sehr unauffällig gespielt. Ja, da geht's. Jetzt Dekbjörn, guter Pass aus Smith, sich auch für drei. Der wäre jetzt wichtig. Ja! Emiko Smith bringt die Blue Dolphins auf 3 Punkte ran. Noch 3,50 zu spielen im dritten Viertel.
Sieht man selten, aber das deswegen umso schöner. Ganz genau. Emiko Smith, nicht bekannt als Sharpshooterin, bekannt als typischer Point Guard, gute Pässe und gut ist viel zu frei. Gut, dass der nicht reingeht. Gut, dass Gut da verwirft. Und das Foul von Zachary oder Deckbjörn? Nummer 12. Also von Deckbjörn das Foul. Das ist ärgerlich. Das wäre es doch jetzt gewesen. Ein Defensiv-Rebound und dann punkten. Nein, Offensiv-Rebound und Foul. Und Georgi war da wieder an die Linie. Der erste sitzt. Der zweite sitzt auch. 51 zu 46 für Nördling. Zachary. Schlechter Wurf. Und Tarasava macht richtig Tempo. Viel zu offen für 3. Schon wieder. Glück gehabt, dass der nicht drin ist. Ein Stück zu weit. Und Tonisha Baker mit dem Pass auf Zachary. Wird sofort gedoppelt. Zwei Leute aggressiv drauf. Und noch 13 Sekunden auf der Uhr. Baker will auf Zachary. Will ihn wieder haben. Sehr stark. Gut, dass sie da kein Offensivfoul gekriegt hat. Henderson lässt sich dahin fallen. Hat es aber auch zu stark provoziert, Henderson, in der Situation. So stark war der Push nicht. Wollte doch fallen. Ganz klar, und da muss man das nicht pfeifen. Noch 3 Punkte. Und Auszeit. Es ist wieder knapp. 3 Punkte dran. Mal sehen, ob die Marburger jetzt endlich mal rankommen. Sie kleben den Gästen ja an den Fersen. Oder findet der Trainer, der Nördlinger, jetzt die passenden Worte, um den Marburger davon zu ziehen. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel weiterläuft. Wir haben noch 2:44 zu spielen im dritten Viertel. Und ich komme jetzt schon ins Schwitzen. So spannend ist das Spiel. Dabei hast du dann nur ein T-Shirt an. Dann blick auf den Live-Ticker. So ist das. Nach Halle, der sagt uns 11 Sekunden vor Ende des dritten Viertels. Spielstand Halle 52, Wasserburg 47, also nur noch 5 vor für Halle. Und wir hören gerade hier, wird es durchgesagt, in der Halle. Halle führt gegen Wasserburg mit 5 Punkten. Auch sehr interessant. Wasserburg hat ja bisher, ich glaube, nur 2 Spiele verloren. Ja. Das wäre doch mal was, wenn die jetzt noch am letzten Spieltag nochmal eine Niederlage, also nochmal verlieren. Drumherum geredet, aber hast es ja gerade noch geschafft, ja. Ins Ziel. So, die Marburger spielen mit Baker, Deckmion, Zachary, Skubala und Smith. Und die Gäste spielen mit Henderson, mit Tarasova, Georgieva, Katrin Gut und Fanny Sidja. Die Marburger spielen wieder eine Manndeckung, glaube ich. Und wollen jetzt Druck am Ball machen. Gute Defense von Smith. Ah, keine Manndeckung. Zone. Ein guter Pass von Gut. Ja, okay. Auf Georgieva und wird da gefoult. Da war Smith wieder einen Schritt zu spät und konnte nichts machen, außer reinrennen. Das ist ärgerlich. Wenn die jetzt wieder 2 Freiwürfe trifft, sind es wieder 5 Punkte. Ja, die Zone funktioniert eigentlich gar nicht so schlecht, außer dass halt immer wieder Leute in der Mitte der Zone frei werden. Durch Cuts. Und das macht halt das ganze Konstrukt ein bisschen kaputt. Das hat die Marburger ziemlich fertig gemacht. Bisher. Und gut, dass Smith sich da den Rebound holt. Ich dachte, jetzt gibt es hier den nächsten Offensiv-Rebound. 4 Punkte für Nördling gegen den WC Marburg. Tonisha Baker. Maggie Skubala. Auf Deckbjörn. Oh, da hätte sie zum Korb ziehen können. Zachary gegen 2 Leute wird er geblockt. Man muss sagen, Henderson macht das wirklich gut in der Defense. Sehr gut sogar. Also, wir haben ganz selten bisher gesehen, dass Zachary gut verteidigt wurde. Oder irgendwie aufgehalten werden konnte. Aber und diesmal klappt das. Henderson macht das echt nicht schlecht.
Oh. Zachary bekommt da keinen Foul gegen Henderson. Glück gehabt. Und der Rebound von Skubala. Baker am Ball auf Smith. Wenige Fastbreaks der Marburger. Im ganzen Spiel vielleicht zwei Stück. Das sind einfach zu wenige. Ein großer Bestandteil ihres Spiels und deswegen sind das zu wenige. Skubala für drei. Der wäre jetzt wichtig. Ah. Der ist zu lang. 1,20 zu spielen. 48 zu 52. Hängen die Marburger hinten dran. Noch 7 Sekunden auf der Uhr. Gute Defense. Sehr schön verteidigt. Noch eine Sekunde. Jetzt bloß keinen offenen Wurf zu lassen. Und kein Foul. Und kein Foul. Und vor allem keinen Offensiv-Rebound. Und wechseln. Das wäre wünschenswert. Und Skubala verlässt das Feld, damit sie jetzt nicht noch ein unnötiges fünftes Foul machen kann. Wird aber sicherlich nochmal in der spannenden Phase reinkommen. Natürlich. Und hoffentlich das Spiel mit 4 Fouls beenden. Noch eine Sekunde, mal gucken, was sich die Gäste einfallen lassen. Oh, ist die offen. Gut, dass sie da den Ball nicht fängt, sonst hätte die noch einen guten Blick auf den Korb bekommen. Ich konnte es wieder nicht glauben, dass sie so frei war. Wieder typisch, haben wir schon öfter gesehen. Spielerinnen werden frei, sind so überrascht, dass sie den Ball nicht fangen. Haben wir schon öfter hier in der Halle gesehen. Genau. Das liegt am Licht. Das liegt hier am Licht. Das liegt am Licht? Definitiv das Licht. Okay. Noch eine Minute zu spielen im dritten Viertel. Kommen die Marburger hier nochmal ran. Scharke zieht zum Korb und wird gefoult. Foul, ja. Nummer 9. Karina Höck, das ist ihr totes persönliches. Finja Scharke erneut an der Linie. Und trifft den ersten Freiwurf. Klack. Und kann jetzt auf 2 Punkte verkürzen. Und klack die zweite. Das Wechselwirken in der Marburger Defense hat jetzt ein Ende genommen. Schon längere Zeit jetzt in der 2-3-Zone. Gute Defense von den Marburgern. Noch 3 Sekunden. Ja. Schwieriger Pass, der Pass war zu viel. Ganz starke Defensivposition der Blue Dolphins. Das gefällt uns doch. Können jetzt nicht ganz die Spiele runterfahren lassen, runterspielen, Entschuldigung. 18 Sekunden auf der Wurfuhr. Baker, 4-3. Ah, der muss den Rebound Deckbion. Und jetzt haben sie 10 Sekunden, um das Spiel runterzuspielen. Smith. Und Smith wirft den Ball weg. Noch 2,9 Sekunden. Jetzt keinen Punkt mehr zulassen. Nicht das mehr faulen. Schade. Und man geht. Wurf einfach nur schwer machen, nicht faulen. Da kam sie noch überraschend an den Korb ran mit 3 Sekunden auf der Uhr. Das wird ein spannendes vierte Viertel. Oder Niki? Ganz klar. Ja. Beweg mich hier keinen Zentimeter weg, ich will das unbedingt sehen. Wirklich? Ich dachte, du drehst dich jetzt um und guckst gegen die Wand. Nee, das mache ich nicht. Okay. So. Wollen wir hier die Viertelpause gerade mal nutzen, um unseren werten Co-Trainer, Igor Riabinin, zu grüßen? Ganz genau, das ist doch gut. Also, Niki, willst du ein paar passende Worte finden? Da ist der Folger. Ja, nee. Ja, nicht? Okay, dann ist das hiermit schon getan. Igor kann sich gegrüßt fühlen. Von uns drei hier, da Mara auch noch neben uns sitzt. Genau. Viel Spaß noch in Moskau. Von mir auch. So, hoffentlich kommt jetzt die Statistik rein. Marburg hat sehr wenig Punkte kassiert in diesem dritten Viertel. Müsstest du jetzt aber mal runterbrechen und schauen, wie viele es waren? 10 Punkte haben sie kassiert. Das ist gut. Das ist sehr schön. Das ist eine gute Defensivleistung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass jetzt im letzten Viertel Marburg weiter in der 2-3-Zone stehen wird. Und ansonsten Rebounds immer noch Vorteil für Nördlingen.
Beide Teams werfen sehr schlecht von der Dreierlinie. Signifikant hier, Mitteldistanz bei Marburg 0 von 6. Das heißt, da ist noch nichts gefallen. Oioio. Also entweder nur Körbe nah am Brett oder zwei Dreier. Das heißt, aus der Midrange ist einfach noch nichts gefallen. So sieht's aus. Die Marburger beginnen das vierte Viertel mit Skubala, Scharke, Baker, Ekbion und Gorke. Ansonsten hat sich jetzt Zachary auch ganz leise in den zweistelligen Punktebereich beschlichen und ist bei 10 Punkte angekommen. Hat dabei auch nicht so sonderlich viel, so sonderlich stark geglänzt. Nee, trotzdem 10 Punkte, das ist ja eigentlich schon mal was. Skubala mit 13 und auf der Seite der Gäste Tarasava mit 16. Skubala, schöne Bewegung zum Korb, trifft, plus das Foul. Gut gemacht von Maggie Skubala und hat jetzt die Chance, mit dem Freiwurf die Marburger das erste Mal in Führung zu bringen. Ja, bloß keine Gedanken an die vier Fouls verschwenden und vorne einfach weiterspielen. Das hat sie getan. Die Gäste werden natürlich bestimmt das ein oder andere Mal versuchen, Skubala rauszukriegen, gegen sie viel zum Korb ziehen. Und da ist die Führung der Marburger. Und die Halle ist jetzt auch voll dabei. Was für ein Turnover. Bondarenko fängt den Ball nicht. Scharke auf Deckbjörn. Maggie Skubala. Zieht zum Korb. Arm und verwirft. Wir hören hier gerade, dass Wasserburg auf 5 Punkte dran ist. Und bei Halle. Wie viele Minuten noch zu spielen sind? Kann ich leider nicht sagen. Okay, und wir hören noch zusätzlich, dass Nördlingen wahrscheinlich nicht auf einem Abstiegsplatz landen wird, da Osnabrück mit 20 zurückliegt. Nur mal so nebenbei. Und wir sehen ja gerade, dass sich Tarasava bei den Gästen... Na, sie steht wieder. Es sah so aus, als ob sie sich verletzt hätte, aber sie ist wieder dabei. Oh, wird da von Deckbeyond geblockt. Vielleicht war da auch ein Foul dabei. Und die Marburger wechseln. Kalindra Zegory kommt wieder rein. Wir bedanken uns bei Amar Deckbeyond. Und Amar Deckbeyond setzt sich auf die Bank. Oh, da kommt Baker fast noch an den Ball. Auf den 4-3. Und der Wurf ist ganz weit weg. Und der Rebound ist bei Marburg. Das ist doch mal was Erfreuliches. Und Baker auf Scharke. 4-3. Oh, zu lang. Und der fällt rein. Und der fällt rein. Finger! Scharke! Friendly Rim hier. Im Georg-Kassmann-Stadion. The Love of the Rim. Könnte man auch sagen. Könnte man, ja. Wen würde es nach dem Spiel interessieren, wie dieser Wurf reingeht? Jetzt läuft. Und jetzt ist die Halle voll da. Marburg ist startklar, um einen Run zu starten. Ja, jetzt den Schwung mitnehmen und eine kleine Führung rausspielen. 56-52 für den BC Marburg. Auf geht's. Oh, starker Und die Baker hebt ab und kann nur noch durch das Foul gestoppt werden. Nummer 9. Von Carina Höck. Das ist ihr drittes persönliches und das große Teamfoul. Der Handoff da auf engstem Raum. Wir haben den Ball ja schon gar nicht mehr gesehen. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber hat gut funktioniert. Gut gemacht von Dottergurk. Baker an der Freiwurflinie. Wirft auch nicht viel mehr als 50%, meine ich. Und verwirft den ersten. Trifft den zweiten. 57-52. Jetzt die Führung.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es nur noch ein Punkt. Nein, Wasserburg führt mit einem Punkt. Wasserburg führt mit einem Punkt. Das heißt, wenn das Ergebnis jetzt so bleiben würde, dann wäre der BC Marburg Zweiter. Unfassbar. Aber erstmal schauen wir hier weiter. Es sind noch 7 Minuten. Und Baker, schöner Pass auf Natagorko und die verlegt den Korbleger. Und die holt sich den direkt wieder und verliert den Schaden. Will wieder das Foul haben. Ich werde es ja beim Schiedsrichter. Und komplett offen für 3. Gott sei Dank war der nicht drin. Ballbesitz Marburg! Trainer Unger will ja nochmal wissen, warum da kein Foul gepfiffen wurde. Schalke. Gurke. Nimmt sich den Wurf. Und der Fall. Und der war nicht einfach, da hatte sie Henderson vollkommen im Gesicht hängen. Aber die macht ihn trotzdem rein. Das ist die Erfahrung und die Abgezocktheit. Noch 7 Minuten zu spielen. Gute Defense der Marburger. Schön die Mitte zugemacht. Ich glaube. Kommt trotzdem durch. Verlegt. Und verlegt den Korbleger. Und ich dachte gerade schon, die Skopala holt sich jetzt ihr 5. Foul. Gut, dass du das nur gedacht hast. Ja. Die Marburger schwimmen jetzt ein bisschen auf der kleinen Welle des Erfolges. Hoffentlich könnte das jetzt hier im Angriff nochmal ausnutzen. Skubala. Und das gibt es nicht. Schalke mit dem Fehlpass. Und wir sehen hier gerade, dass Wasserburg immer noch mit einem Punkt führt. Und wie lange ist noch zu spielen? Wie lange ist er noch zu spielen? 2 Minuten. Noch 2 Minuten zu spielen. Wasserburg führt mit einem. Das ist ja auch eine heiße Partie da. Herne, wir hören noch gerade Herne für mit 25, das heißt Nördlingen. Für Nördlingen reicht es auf jeden Fall und Nördlingen wird nicht absteigen. Wilder Pass. Gute Defense der Marburger. Das Spiel wird hektisch auf beiden Seiten. 2 Turnover hintereinander. Und es gibt einen Wechsel auf Seiten der Gäste. 2 Wechsel. Carina Höck kommt raus und Linda Le Toranta kommt rein. Skubala. Und das Foul von Henderson. Und das ist auch ihr 4. Hat bis jetzt vor allem in der Defensive stark gespielt. Ja, die ist die Leaderin bei Nördlingen auf dem Feld. Wenn sie jetzt ihr 5. Das Foul bekommt. Bitter, sehr bitter. Baller, gute Bewegung. Guter Pass auf Zachary für 2 einfache Punkte. 61 zu 54. Das war bärenstark. Und der Steal von Baker. Und jetzt die geht ist jetzt Feuer ab. Drin, jetzt ist Feuer drin. Guter auf Pass Schalke. Auf Schalke. Und Baker hat den Rebound, die fliegt bis zum Ring. Und die Baker macht ihn rein. 2 Punkte für mich. Und jetzt ist hier die Stimmung da in Marburg. Die Halle ist hier am Beben. Wer da noch locker bleibt, ist nicht ganz normal. 63 zu 54, 9 Punkte Führung für die Marburger. Auf geht's, ihr Geschenke abholen und weiter Krach machen. Ein Capstone Mini Discus von M&B Computer spendet auf geht's, Marburg. Da fehlen einem schon manchmal so die Worte. Merkst du es auch? Die Halle ist gerade bestimmt 5 Grad heißer geworden. Auf jeden Fall. Merkst du das? Und das liegt nicht nur daran, dass ich neben dir sitze. Oder du neben mir. Nein, genau. Das liegt hier einfach an der Halle.
So, weiter geht's. Der Marburger Run hat sie auf 9 Punkte Vorsprung gebracht. Vor allem durch das bessere Rebounding und die starke Defense. Genau, was für eine Defense. Und Skubala hatte Angst. Friedmanns Arm ist da eine Lücke. Ja. Skubala kann ja nicht richtig verteidigen. Hat Angst, hier fünftes Tor zu kriegen. Weiter geht's, Finja Scharke. Auf Natter Gurke. Zachary. Noch 10 Sekunden auf der Wurfuhr. Guter Pass auf Gurke, die nimmt sich den Wurf. Ja! Und es sind wieder 9. Und der Dreier, oh, der ist von Tarasava. Tarasava, eiskalt den Dreier. Bringt in die Halle. Und die Halle zum Schweigen. 6 Punkte Führung für die Marburger. Oh. Noch 10 Sekunden auf der Uhr. Wieder der Spin-Move. Und er passt wieder. Mit Brett. 8 Punkte Führung. Und der sitzt. Wer hat ihn geworfen? Tarasava. Schon wieder. Was macht die heute für ein Spiel? Unfassbar. Die wird hier angespornt. Und Baker am Ball. Gute Defense. Defense von der Nummer 7. Sitja. Und Skubala. Guter Pass auf Zachary. Die geht hoch, wird gefoult. Jawohl. Guter Pass von Skubala. Nummer 9, Katina Hill. Das ist ihr viertes persönliches und das vierte Teamfoul. Hat sie den ersten getroffen? Ja, oder? Die hat den ersten getroffen. Ich weiß zwar nicht, wo du hinguckst in dieser Phase des Spiels, ich aber sie hat getroffen. Ich habe mir mal angeguckt, was Patrick Unger da seinen Spielerin gibt. Und was ein Fehlpass. Und Skubala pusht den Ball. Und macht das alleine, natürlich. Offensivfoul. Und das war ein Offensivfoul. Und das ist das fünfte Teamfoul von Maggie Skubala. Das. Ob das ein Offensivfoul war? Die Verteidigerin hat sich. Jetzt kommt die Frage: Stand die Verteidigerin? Oder hat sie sich bewegt? Die kam für mich aus dem Lauf und damit war es kein Offensivfoul. Ja, also kann man eh nicht mehr jetzt rückgängig machen. Und davon jetzt nicht aus dem Spiel nehmen lassen. Die Mannschaftskapitänin. Man führt hier immer noch mit 8 Punkten. Man kann das jetzt eh nicht ändern. Weiterspielen. 3 Minuten 25. Und die Zachary macht hier richtig Stimmung. Jetzt ja einen kühlen Kopf bewahren. Baker, Smith, Scharke, Zachary und Gurke. Und das ist ein harter Dreier von der Nummer 8. Le Toranta. Es sind nur noch 5. Noch 3 Minuten zu spielen. Zachary im Handoff auf Smith. Guter Pass auf Gurke. Und die macht den Korbleger. Sehr schön abgerollt da. Das Smith hatte 2 Passstationen, Zachary und Gurke. Da sind es wieder 7 Punkte. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viel es in Wasserburg steht. Entschuldigung, bei Wasserburg spielen. Und der Ball ist im Aus. Marburgs Ball. Ballbesitz Marburg! Na, erstmal muss hier die Kiste durchkommen. Durch den Zoll. Sonst läuft da auch nichts in Wasserburg. Ganz genau. Gurke auf Scharke. Schwieriger Wurf. Holt jetzt den Ball aber wieder. Smith versucht dann noch den Ball zu retten. Freut sich aber trotzdem. Sieht man gern. Und Katrin Gut kommt wieder rein.
und das. Oh, die trifft. Henderson nimmt das Foul ziehen da und. Henderson fake. Zachary springt. Will das Foul gegen Zachary haben. Der Pfiff kommt nicht und sie trifft trotzdem. Schwerer Wurf, der reingeht. Verkürzt auf 5 Punkte. Nur noch die 5 für die Blue Dolphins. Baker. Zachary will den Ball im Post haben. Noch 8 Sekunden. Kämpft er wirklich mit Henderson. Zachary. Und okay. Der springt raus. Ah, das gibt's doch gar nicht. Noch 1,40 zu spielen. Oh Mann. Wenn Nördling jetzt punktet, dann wird's klar. Henderson nimmt sich den Dreier. Der ist zu lang, sehr schön. Rebound bei Gorke. Und das gibt's doch nicht. Gut. Und es gibt eine Verlängerung in Halle. Und Schalke macht hier den Korbleger. Das ist ja. An allen Fronten sind sie hier am Eskalieren. Da kann man auch mal emotional werden. 7 Punkte Führung für die Blue Dolphins. Ich sag dir, ich stehe hier gleich auf. Und jetzt haben wir hier parallel auf den Stream am Laufen. 59:59 steht es zwischen Halle und Wasserburg. Falls das ist doch mal ein toller Abschlussspieltag hier. Nochmal, falls Sie gerade einschalten. Wenn der BC Marburg das Ding hier gewinnen sollte, haben Sie den zweiten Platz, wenn Wasserburg in der Verlängerung gewinnt. Ansonsten den dritten Platz sicher. Ganz genau. Das war mal eine lange Schweigepause. Nico und ich gehen nochmal richtig in uns. Versuchen für die letzten 1,5 Minuten hier Luft zu holen. Genau, Luft zu holen, damit wir gleich richtig für sie da sind. BC Marburg führt mit 7 Punkten gegen Nördling. Noch 1,25, Defense! Und jetzt geht's ab. Und direkt der Turnover. Bei den Gästen. Oh. Und Henderson räumt da einfach mal die komplette Bande ab. Beim Versuch, den Ball zu retten, das nennt man Einsatz. Aber schön, dass hier gut geht. Und die müssen jetzt Druck am Ball machen. Und wenn sie den Ball haben, die Nördlinger, wollen sie schnell punkten. Marburg, Baker. Ah, nicht gut. Und jetzt Nördlinger Ball noch 1 Minute zu spielen. Nördling will jetzt versuchen, schnell zu punkten. Das Spiel langsam machen. Auf Seiten der Marburger. Und sie verwirft. Tarasova verwirft. Und das ist gut für Marburg. Smith am Ball. Was für eine Ausgangslage. Das hätte ich nicht gedacht. Schalke nimmt sich den Dreier. Da waren doch noch 12 Sekunden auf der Uhr. Für 3. Draußen. Offensiv-Rebound von Henderson. Und nimmt direkt den Dreier. Auch Rebound weg. Baker. Und der Ball ist bei Smith. Und da kommt das Foul. Die sicherste Freiwerferin beim BC Marburg wird gefoult. Über 80% wirft sie. Emiko Smith, die US-Amerikanerin. Noch 21,8 Sekunden zu spielen. Die Halle steht. Das dürfte es gewesen sein. Das wäre ein Wunder, wenn Nördling das Spiel noch holt. Ja, 7 Punkte in 21 Sekunden. Das ist kaum machbar. Vor allem, weil Smith ganz einfach ausbauen kann. Und wir gucken mal, wie es hier in Wasserburg steht. 5, sehe ich das richtig? 59:65. Wasserburg führt 65:59. Das würde, wenn das so bleibt, heißt das, das heißt BC Marburg. Das heißt aber, dass Wasserburg in Halle spielt. Ja. Ja. Okay. Wir hören gerade, Nördling bleibt definitiv in der Liga. Und mal gucken, ob hier noch irgendwas passieren kann. Das Foul von Natter Gurke. Foul Marburg Nummer 6, Natter Gurke. Ihr drittes persönliches und auch das dritte Teamfoul. Noch gutes Foul. Da ist erst das dritte Teamfoul ist. Konnte so das Tempo rausnehmen. Jetzt steht Marburg in der Defense. Und jetzt nimmt sich Tarasova natürlich den Dreier und sie trifft ihn. Die trifft ja alles hier. Das ist unfassbar.
Oh, Zachary, jetzt mach ja keinen Unfug. Die guter Pass Unfug auf Baker und auf Schalke. Das ist jetzt den Ball lange halten. Gut, lange den Ball halten, bewegen. Lange halten. Oh, Zachary, passt den Ball auf Schalke. Schalke nimmt sich den Dreier. Und das war's. Marburg gewinnt das Spiel. Das Spiel ist aus. Marburg gewinnt. Puh. 74 zu 69. Und ist damit mindestens Dritter nach der Hauptrunde. Mindestens heißt, wir warten darauf, dass wir oi. Und wenn ich den Live-Ticker richtig deute, beim Live-Ticker aus Herne steht 0-0-0 Sekunden. Also das sieht so aus, als ob das Spiel beendet wäre. Und auf dem Ticker steht bei 0-0-0 Sekunden Herne 93. GeoLife Panthers 59, das hieße, Nördling würde drinbleiben. Das ist, sieht gut aus, es ist noch nicht schwarzes Ergebnis, aber die Zeit scheint abgelaufen und das Ergebnis scheint ja auch sehr deutlich zu sein. Also dann gratulieren wir mal vorsorglich Nördlingen zum Klassenerhalt. Und wir schauen hier noch ein bisschen auf den Leipziger. Ein Ergebnis ist noch da, das ist von länger zu Ende Oberhausen gegen Freiburg. Das hat aber keine Bedeutung mehr für die Platzierungen. Und zwar ist das ausgegangen für Oberhausen 98-77. Oberhausen stand vorher schon als Siebtplatzierter fest und Freiburg stand schon als Klassenerhaltsmannschaft fest. Jetzt dürfen wir unsere Mannschaft noch ein bisschen feiern. Ich gebe hier mal ab zu den Zwischenständen aus Halle durch. Aber erstmal unsere Mannschaft feiern für eine tolle, ganz tolle Hauptrunde. Mindestens Platz 3. Und im Moment sieht es so aus, als wäre auch Platz 2 drin, da Wasserburg 67-59 führt. Und jetzt steht es sogar 59-69 für Wasserburg. 10 Punkte, 2 Minuten 40 noch in Halle. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sieht nicht nur gar nicht schlecht aus. Die Chancen stehen gerade sehr gut für den BC Marburg, diese Saison hier mit einem zweiten Tabellenplatz abzuschließen. Vor allem sehr überraschend, auf einem zweiten Platz abzuschließen. Wasserburg mit 8. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bleiben Sie doch kommentieren. Informieren Sie über alles Wesentliche. Es gibt hier, glaube ich, jetzt eine Mega-Fete. Karneval 2.0. Die Marburger mit einer klasse Saison. Letzte Saison noch um den Klassenerhalt gekämpft. Und Wasserburg, höre ich gerade, fehlt mit 9 Punkten noch 2 Minuten zu spielen. Deutsch, weil immer bis er eben. Weil wir sind mit der, damit dann auch.
Und wir hören gerade, dass Wasserburg gerade dabei ist, das Spiel zu gewinnen. Noch 14 Punkte, 14 Punkte Führung, 30 Sekunden noch. Das heißt, dass der BC Pharmaceut Marburg den zweiten Tabellenplatz hat. Niki. Unfassbar. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich auch nicht. Gänsehautstimmung. Das ist das Wort. Ich glaube, ich bin an meinem Kasten festgewachsen. Heiliger Zwoggel, ey. Mir fehlen einmal die Worte. Ich glaube, wir sagen doch jetzt einfach gar nichts mehr zu. Wir machen das nur kaputt. Ganz genau. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in den Playoffs wieder, oder? Ja. Kaum geglaubt, dass wir das mal sagen. Hier zu Hause ja, in den Playoffs. Das Ergebnis aus Herne bestätigt. Herne gewinnt 93-59, also endgültig Glückwunsch nach Nördlingen zum Klassenerhalt. Ist doch ganz schön, haben wir beide was zu feiern. Genau. Nördlingen hält die Klasse, Marburg ist Zweiter. Und ich glaube, damit soll es das gewesen sein von uns, oder? Genau, das war's von Niki und mir. Ich hoffe, Sie hatten viel Spaß, konnten das Spiel genauso genießen wie wir beide. Und ich hoffe, wir sehen bzw. hören uns noch in den Playoffs. Bis hier dann. Hier in der Georg-Gassmann-Halle. Ciao. Ciao. Ja, wir spielen in zwei Wochen. Ich habe schon gesagt, in zwei Wochen ist hier das Viertelfinale. Am Samstag oder am Sonntag. Der Termin steht noch nicht hundertprozentig fest. Wir werden Sie aber informieren über die Presse und über das Internet. Und nächste Woche geht es nach Saarlouis. Da ist das Pokal-Tom-Tor. Da spielen wir im Halbfinale gegen den Gastgeber aus Saarlouis und da haben wir im Fan muss noch Platz und wenn Sie sich da anmelden möchten, das wird ganz wichtig, die Mannschaft dort zu unterstützen, hier im Heftchen.